So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Oh yeah, eben haben wir von Jan noch ordentlich einen auf den Deckel bekommen, vor ungefähr einer halben Stunde oder wann auch immer ihr das hier seht. Aber gestern haben wir dafür Walter einen auf den Deckel gegeben. Wir haben nämlich nur den dritten Ort in unserer Tasche. Maldenfro City ist soweit erstmal abgehakt. Ich möchte aber zunächst nach Osten raus, denn dort gibt es noch eine kleine Route, ein ganz kleines Stückchen, welches ich erkunden möchte. Weit kommen wir da zwar noch nicht, weil wir keinen Surfer haben, aber... Immerhin ein bisschen was, ne? Ja, genau. Ein paar Trainer müssen hier noch sein, wie zum Beispiel der Gitarrist und genau die Aroma-Lady, alles beim Alten. So, was mache ich denn mal? Ich denke mal, den Kader wird den Job annehmen. Übernehmen, nicht ernehmen. Und ich werde erst einmal Morabel nach hinten setzen, denn es ist schon Level 20, damit höher als die anderen. Logisch, oder? Ja! Hi! Der Duft von Blumen ist wie eine magische Kraft, der reinigt Körper und Geist. Ey, das ist ja Wahnsinn! Erzähl mir mehr davon. Rosemarie mit deinem Myrapla. Nee. Dam, 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 dam. Okay, ich denke mal, Myrapla sollte ein Matchup sein, welches den Kader nicht schlecht findet. Nicht schlecht. Deswegen mache ich erstmal Klauenwetzer. Ich bin sogar schneller. Ich kann das nur mal sagen. Das spricht nicht gerade für dich, Fräulein. Ich brauche dringend Initiative im Team. Da kommen wir Ninjas natürlich genau gelegen. Aber erst einmal sollte ich ein Ninjas K bin und das sieht aktuell nicht so aus, weil in den Kader erstmal eine Runde pennen geht. Den Kader, du kannst dich gleich noch genug ausruhen, nicht wahr? Nach dem Part darfst du das. Ich meine, wir nehmen zwar erst seit noch nicht mal 2 Minuten auf, aber ne, stell dir vor, du kannst schon schlafen gehen. Deswegen kannst du jetzt wieder aufwachen, nicht wahr? Okay. Ich hatte gedacht, vielleicht funktioniert dieser kleine Trick, es wieder zum Aufzeigen wegzubewegen, aber scheinbar nicht. Okay, dann versuchen wir es anders. Den Kader aber auf oder du kriegst nie wieder was zu essen. Oh, siehst du mal. Das war natürlich nur ein Scherz, kleines. Und jetzt treffen wir ein bisschen mehr als 2-mal. Oder mehr als 3-mal. Na, okay. Ah, was freue ich mich, Leute. Was freue ich mich. Ich muss mir noch unbedingt Aeroas kaufen. Damit wir Ninjas dann auch direkt eine ordentliche Attacke beibringen können. Und tschüss, Myrapla. War nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Na, Spaß war es überhaupt nicht. Oh yeah, bald ein Level-Up wieder. Roselia. Roselia konnte Ninkada beim letzten Mal nicht viel Schaden zufügen. Hoffen wir mal, dass es das jetzt wieder so ist. Ich greife einfach weiter mit meiner Kratzfurie an. Es ist so traurig, wenn Kratzfurie die beste Alternative ist, die man zur Verfügung stehen hat. Nein, hör auf mich zu Stachelsporen. Ich meine, es ist gut, es hat mich getroffen, ne? Aber dennoch, probiere es gar nicht erst. Yeah, komm schon, 2 noch. Oh, einer reicht sogar schon. Schön. Ah, war ein Critical Hit. Und der Giftdorn. Gott sei Dank hat der jetzt erst beim letzten Schlag vergiftet. Das ist ein Level-Up für den Kader, Leute. Yay. Schön. Den Kader reicht Level 18. Wunderbar. Na, 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 du meine Güte, da habe ich wohl verloren. Ja, das hast du. Indeed. Hat man doch gesehen. So, ich werde erst einmal... ein Gegengift einsetzen. Warum ich auf Siedelbeeren stand, ich hatte eben kurz überlegt, vor dem Kampf mit Jan noch eine Siedelbeere zu verteilen, aber dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Items einfach lassen, die wir gerade verteilt haben. Ergo, Bummels durfte nichts mehr tragen. Und Tarnhill hatte eigentlich auch den Omega-Stein, der ist ihm ja noch wirklich nicht nützlich, aber eines Tages, Leute, wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du das Meer auch mit einem Pokémon und Surferbärsch überqueren. Tja, auf einen Pokémon ist eben Verlass. That's correct. Und das ist wieder ein Angler. Ich warte aber irgendwie immer noch darauf, dass wir gleich hier in einen neuen Trainer stolpern, beziehungsweise in einen Gitarristen. Ah, da ist er ja. Hi, mit deinem Magnetilo, nicht wahr? Meine Melodie wird sich ihren Weg und dein Herz bahnen, Mann. Oh. Okay, okay. Bleib mal locker, Mann, Gitarrist Kirk. Der Kirk. Was will denn der Kirk bitte machen? Den Kader, So, ich würde mal sagen, Lebensstelle macht trotzdem guten Schaden, auch wenn es eine schwache Attacke ist, haben wir ja schon im Kampf gegen Walter gesehen. Ja, das ist definitiv okay. Und vielleicht geht seine Attacke sogar daneben. Nein, warum sollte die Attacke auch daneben gehen? Lalalala, lala. Natürlich jetzt mit Ultraschall tatsächlich sogar eine Möglichkeit, uns mal Schaden zuzufügen. Aber vielleicht geht sie jetzt mal daneben. Nö, warum auch? wozu senke ich eigentlich diesen Wert? Der Genauigkeit. Irgendwann muss er mal daneben gehen. Ich werde einfach mal noch einen Supertrank einsetzen. Ich muss gleich mal schauen, wie viel Geld wir mittlerweile haben. Denn ich möchte
eventuell die eine oder andere TM kaufen. Ich sag, hallo, geht der Attack? Kannst du auch mal daneben schlagen? Ich hätte wahrscheinlich jetzt schon 300 Mal daneben geschlagen. Mann, okay, dann besiege ich dich halt einfach. Ist ja in Ordnung, kann ich doch verstehen. Versalz mir die Tour. Manno, Flurbelpower. Nen Kader weiß da etwas gegenzusetzen. So, mit meinem Klauenwetzer. Sching, 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 sching. Sehr schön. Mein Angriff steigt. Und meine Genauigkeit. Aber die Genauigkeit ist für mich eher uninteressant, denn ich mache das nur für Kratzfurie. Dann ist sie nicht uninteressant. Ich meine, hätte ich Blutsauger gemacht, dann wäre es uninteressant gewesen. Was war das gerade für eine Überlegung von mir? Mein Kopf ist kaputt. Also noch kaputter als sonst schon. Uiuiui. Ich bin tatsächlich über den Kader's Init etwas beeindruckt. Denn dafür, dass es ein nicht so schnelles Pokémon ist, überholt es doch ganz schön viel. Aber jetzt auch vom Level ist es ja auch ein bisschen höher, also will ich nicht sagen, ne? Aber, nur so als kleine Anmerkung nebenbei. Schalalala. Oh klar. Kirk. Du hast garantiert. Lass mich mal raten, Wasser-Pokémon. Da möchte ich auch nicht unbedingt mit den Kader kämpfen. Eher mit meinen Bummels. Ein Angler braucht eine gute Ausrüstung. Für einen Trainer gegen sie natürlich seine Pokémon entscheiden und dass er sie mit Herz und Seele trainiert. In der Tat, und ich muss echt mal nach Megaschein Ausschau halten, denn angeblich habe ich schon, also ich weiß, dass ich schon einige verpasst habe. Okanivana. Mal gucken, wie viele Schläge ich brauchen werde. Und dass ich welche verpasst habe, finde ich persönlich nicht gut. Laut Yu jedenfalls. Aber mal sehen, welche wir finden. Und wo? Ich habe gehört, dass die einfach nur random rumliegen. Rauhaut, jawohl, aber dass es ein One-Hit wird, ist jetzt nichts, was uns wirklich überraschen sollte. Bram. Du hast wohl mehr Herz für dein Pokémon-Team als ich. That's correct. Okay, ich möchte aber trotzdem, dass sich unsere Pokémon baldmöglichst entwickeln. Ja, man kennt die Orte eben, nicht wahr? Wir können sogar hier Kanivana fangen, offensichtlich. Pokémon, die elegant durch die Weiten des Meeres schwimmen, sind einfach toll. Mit einer Attacke namens Surfer kann man gemeinsam mit seinen Pokémon übers Meer fahren. Ja. Dann sind wir auf der Seite tatsächlich sogar schon fertig. Oh, okay, ich würde gerne nochmal zurückgehen, um den anderen Ort zu erkunden. Wartet mal, ich würde tatsächlich gerne nochmal zurückgehen, denn der Radweg, den können wir jetzt auch erforschen. Ich glaube, das mache ich. Das Prismatürmchen wieder, ach ja, ich mag das Prismatürmchen. Guten Tag, halt meine Pokémon. Wir müssen aber noch nach Wiesenflur. Wir machen den mal zuerst. Gehen wir zuerst nach Wiesenflur. Erst Richtung Wiesenflur. Und dann gehen wir den Radweg ab, bevor es dann mit der Hauptgeschichte, mit dem Hauptweg quasi weitergeht. So. Müssten wir hier noch weiter nach links. Und schon sind wir auf dem Weg nach Wiesenflur. Bin ich gespannt, wie die Route aussieht. Hier ist die Pension. Oh, sehr nah diesmal am Eingang. Dead Eilrad. So. Pokémon-Pension. Wir kümmern uns um deine Pokémon. Ja, das freut mich wirklich sehr. Ja, sprich mit meiner Frau. Okay, ich möchte aber nichts hier in Pension geben. Ich wollte mal gucken, ob hier vielleicht noch was Interessantes ist. Und guck mal, da sind die Pensionsleiter mit einem kleinen Flemmli. Das ist ja voll knuffig. Aber wie gesagt, naup. Ich ziehe meine Pokémon selber auf, okay? Ach, die zwei, die waren ganz schön hartnäckig jetzt bei Rakt. Im Sinne von, die wollten ganz schön oft Revanche-Kämpfe. Hi, na? Ich bin die Jüngere, aber zusammen sind wir einfach unschlagbar. In der Schule gehe ich in die Klasse über ihr. Als die Ältere darf ich keine schlechte Figur abgeben. Stimmt, und klar, Senpai noticed me und so weiter, ne? Dö-dö-dö-dö. Senior und Junior, Irm und Ida. Alles klärchen. Dann zeigt mir mal, was ihr so auf dem Kasten habt. Das Makuhita mag mir nicht gefallen. Weil ich habe da ein Bummels draußen und das kriegt ziemliche Schmerzen. Ich werde zuerst Makuhita angreifen. Ist es zwar ein bisschen wagemutig hier, Bummels, ach nee, ich kann Bummels hier nicht draußen lassen, ich muss Bummels zurückziehen. Bummels, komm zurück, für Tarnhel. Der Klauenwetzer. Yeah. Ich muss echt mal schauen, wie ich das mit dem Teamwechsel mache. Ich würde ja gerne noch ein paar mehr Pokémon benutzen. Aber ich weiß nicht, Leute. Es gibt allein drei Pokémon im Team, die ich am liebsten gar nicht rauspacken würde. Und das wären Tarnhel, Knilz und Hydropie. Aber, keine Ahnung. Mal sehen. So, dann alle auf Makuhita, wenn der sein Kopfschuss nicht ausreicht. Okay, ich bin eh schneller. Mit Ninkada.
Boom, boom, boom. Das wird nicht viel Schaden machen. Das ist nicht mehr, als mir lieb war. Aber es war auch ein Volltreffer. Okay, dann ist alles im Load. Die KP sank mal wieder ganz schön langsam. Aber Makuhita hat auch viel KP. Vor allem Hariyama. Ja, Hariyama. Ganz besonders. Und hier mal der Eisenschädel. Und da die Kratzfurie. Und schon sollte der Kampf ein Ende genommen haben. Jeden Augenblick. Gleich. Achtung. Gleich ist es soweit. Bald. Aber die Kratzfurie zieht natürlich jetzt nicht mal allzu viel ab. Ich muss gleich mal schauen, wie viel Geld ich habe. Ich kann mir bestimmt das Aeroass noch leisten. Also schon leisten. Ich meine, in der Arena von Malbeform haben wir ordentlich Asche bekommen. Balam, balam, balam. Das ist so super, dass Tani die speziellen Erfahrungspunkte bekommt, weil es halt so viel braucht. Was können ausgerechnet vor Ida? Ich konnte nicht helfen, das tut mir so leid. Nehmt mir nicht so schwer. Nehmt es nicht so übel. Nehmt es mir nicht übel und nehmt es nicht so schwer. Das wollte ich gesagt haben. Ihr werdet bestimmt irgendwann mal zu einer Revanche fordern, nicht wahr? Genau, doch wahr. Sanana-Bären. Sanabanana! Da-da-dam. Zwei Sanabären geerntet. Noch hier gibt es noch zwei davon. Ich finde es gut, dass man wirklich so unglaublich viele Bären findet. Wegen der ganzen Wettbewerbe, die wir machen können. Dam-ba-da-ba-bam. Schön. So, wie viel Geld habe ich? Oh, wow. Ich habe weniger Geld, als ich dachte. Ich kann mir ja noch nicht, tatsächlich noch nicht, Aeroass leisten. Ah, müssen wir hier wohl noch ein bisschen kämpfen. Oh, ah, ach, das sind diese, die Geheimbasenbäume sehen jetzt so aus. Alles klärchen. Hm, Bummels, ja, komm. Bleib mal vorne. Du brauchst dringend Training, mein Kleines. Du willst nicht kämpfen? Das habe ich echt umgehauen, ja. Mich haut das auch immer um, wenn die tolle, wertvolle Zuchtattacken dann vergessen lassen, die Schweine. Nur weil sie meinen, oh, das wäre cool so. Ja, ich bin zwar mitten in meinem Triathlon, aber lass uns trotzdem schnell kämpfen. Oh, die haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Die Triathleten. Wie immer, voll in Action. Der Igor mit seinem Dodu. Dodu! Na gut, Bummels, dann zeig mal, was du so auf dem Kasten hast. La, mit deinem Body Slam. Raserei. Warum rast du denn jetzt so? Sei doch nicht so rasend vor Wut. Yay! Ich werde übrigens demnächst, ich fange auf meiner... Was fällt der Raserei? Achso, gut. Mich irritiert das immer so. Ich werde demnächst auf meiner Omega-Rubin-Edition anfangen, mir den Funkelstein per Supertraining zu farmen, damit ich ihn hier rüber tauschen kann. Und dann werde ich bestimmt auch bald ein Galagladi haben. Soweit der Plan. Ob ich es dann wirklich mache, werdet ihr dann sehen. Aber aktuell, finde ich, klingt das sehr gut. Tschüss, Dodu. Bringst du mir wenigstens ein paar Erfahrungspunkte? Jawohl, und dein Level-Up ist auch noch mit dabei. Bummels erreicht Level 18. Ich habe keine Energie mehr. Ist nicht so schlimm, Mann. Was? Ach, Level 18 schon! Ja, wunderbar. Ah, oh, verdammt. Ärgerlich, das ist ja, dass ich Bummels das nicht schon bei im Kampf gegen Jan hatte eben. Na nun, Bummels entwickelt sich. Ich dachte Level 20 tatsächlich. Ah, Leute, nie wieder Schnarchnase. Na, stimmt nicht. Eine ganze Weile erstmal keine Schnarchnase mehr. Yeah! Gutstein! Bummels wurde zu einem Mundtier! Tja, hat sich ausgepennt. Würde ich mal schon glatt behaupten. Schön. Freut mich. So, wie schnell bist du jetzt so? Zeig mir das mal. Show me your Init! Oh, das sind... Na, die Init war natürlich gesenkt. Aber die Init ist trotzdem das Schnellste, was wir aktuell im Team haben. Verteidigung wird erhöht. Naja. Cool, wir haben Mundtier. Das ist eine ziemlich schöne Sache. Und ich werde es dennoch erstmal ein bisschen weiterkämpfen lassen. Und zwar gegen... Was war das? Ich habe das tatsächlich gerade nicht erkannt. Ach, Geweiher nur. Ein Geweiher. Nein, ich will kein Geweiher. Ich habe schon... Wir haben schon ein Geweiher. Ich werde mal für dich überprüfen, ob du dein Pokémon-Team auch richtig trainiert hast. Okay. Dann tu das bitte mal. Züchterin Lydia. Mit ihrem Wingull. Ich habe einen Mund. Oh Gott, du hast 6 Pokémon. Was ist denn mit dir los? Ach stimmt, Züchter. Die haben immer so viele Pokémon, ne? Ah, jetzt kann ich endlich Freihaus angreifen. Und muss nicht aussetzen dafür. Wow. Okay, Mundtier haut rein. Aber das war ja zu erwarten. Nichts, was uns überrascht an dieser Stelle. Ja, kein Unter... Man erkennt es gar nicht wieder.
zuvor noch eher so, ja, ja, ich chill hier mal ein bisschen, ne? Aber das wird Knilz überleben, denn Knilz Verteidigung ist nicht so schlecht. Habe ich Flexibilität? Nein, scheinbar nicht. Was ist denn meine Fähigkeit dann? Was ist denn dann meine Fähigkeit? Ach, Munterkeit, natürlich. Natürlich, hätte ich auch drauf kommen können. Hätte ich tun können, bin ich aber gerade nicht, weil Baum. Okay, das macht aber nicht viel Schaden. Und wenn ich jetzt nicht paralysiert bin, genau, kann ich sogar angreifen. So, der nächste, der sich unbedingt entwickeln muss, ist Ninkada, damit es etwas mehr reißen kann. Also Bummels konnte ja was reißen, aber so langsam wurde es doch eher ungemütlich. Ich greife weiter mit dem Mund hier an. Sollte vielleicht mal... Ich glaube, eher ein Paraheuler ist tatsächlich jetzt erstmal wichtiger, als ein bisschen die KP zu regenerieren. Ich wüsste jedenfalls nicht, was Azuru jetzt groß machen möchte, um mir viel Schaden zuzufügen. Das sollte nicht so viel wehtun, oder? Ne, gerade mal 4. War abzusehen, Body Slam und hier. Wuhu. Oh ja. Es ist so kräftig, Leute. I like it a lot. Goldini. Ja. Ich komme mir leider nicht dazu, den Kader einzusetzen, weil gerade die letzten Pokémon irgendwie so leichte Vorteile gegenüber den Kader hatten. Minimalst zu einem ganz kleinen Prozentsatz. Ha, jetzt habe ich dich auch mal paralysiert. Das wird schon mehr wehtun, aber auch nicht nennenswert. So, den können wir noch aus dem Weg räumen. Dieses Goldini. Ich meine, Goldini. Aber mal gucken, was danach kommt. Ich möchte jetzt gerne mal den Kader einsetzen, dürfte ich? Okay, bitte kein Knospi. Ja, okay, das ist in Ordnung. Knospi ist definitiv okay. Baba. Moment mal, Knospi? Oh mein Gott, sie hat ein neues Pokémon. Definitiv gab es das nicht in der dritten Generation, denn es ist ein Pokémon der vierten Gen. Dann kann ich erstmal meine Klauen wieder wetzen. Natürlich werde ich erstmal gestachelspurt. Mann, als wäre ich nicht schon genug damit gestraft, dass ich immer noch mich nicht entwickeln darf, denkt sich Ninkada in diesem Moment. Nassmacher, das wirft meine ganze Strategie durcheinander. Ich wollte doch gerade mit Feuermoves angreifen. Wow, aber das trotzdem total viel Schaden macht, auch wenn es nur eine Kratzfurie ist. Na, wird es ein, in Anführungsstrichen, One-Hit-KO? In Anführungsstrichen, ja. In Anführungsstrichen deswegen, weil es eigentlich 4 Schläge waren, aber nehmen wir das mal nicht so genau. Und ein Ineko zum Schluss nochmal. Das wird mir vielleicht zu einem Level-Up helfen. Wenn ich es besiege. Was ich auf jeden Fall werde. Nur ist die Frage, ob eine Karte es auch allein schafft. Das ändert zwar nichts an der Erfahrung, die ich im Endeffekt dafür bekomme. Aber das gibt dem Kader ein besseres Gefühl. Natürlich triffst du 5-mal. Und ich treffe im Gegenzug... Ach Gott, das ist wenig. Ja... Ne? Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, lieber mal das Pokémon zu wechseln. So, den Kader, das reicht. Komm zurück. Verdammt nochmal. Hör doch einmal auf deinen Trainer. Nein, hast du ja. Ich will nichts sagen. Tut mir leid, kleines... Bedroher. Bedroher ist immer noch nach wie vor eine großartige Fähigkeit. Das hat ganz schön weh. Naja, nicht wirklich. Und zwar noch ein Volltreffer. La. So, nochmal beißen und ja, das reicht natürlich auch, um dich zu besiegen. Du hast dich ganz schön gezogen, meine liebe Züchterin, oder wie hieß die Klasse? Und es reicht nicht mal für ein Level-Up für den Kader. Okay, du hast das Training offensichtlich gut im Griff. Natürlich schaff ich das. So, Ich würde jetzt ganz gerne meine Pokémon heilen. Ich bin gleich wieder da. Und schon bin ich wieder am Start. So, gegen wen möchte ich jetzt kämpfen? Da ist gerade ein wildes Pokémon aufgetaucht. Ich hoffe auf einen Roselia. Und vielleicht nehme ich mir auch mal irgendwann einen Roselia ins Team. Ich habe es wieder nämlich nicht erkannt. Oh, das scheint ein Volbi zu sein. Hi. Na du, mit deinem leuchtenden Wedelchen. Wollen wir doch mal das Volbeat fangen. La. Es ist Brinny. Oh mein Gott. Ah, la, 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 la. Brinny war unser Volbeat in der Saphir-Challenge. So, eigentlich müsste es das gut wegstecken. Denn Volbeat ist nicht zu unterschätzen. Es ist immerhin ein Basis-Pokémon. Jawohl. Mal gucken, ob das schon reicht, um es zu fangen. Was das Schwächen angeht. Ich versuche mir einen Superball, aber würde mich nicht mal wundern, wenn es rauskommt. Würde mich nicht wundern. Ja, und wie es rauskommt, locker sogar.
Nein, mach das bitte nicht. Super Ball. Was hältst du denn davon, hm? Und das sieht schon besser aus. Klasse, Mann. Volbeat wurde gefangen. Wunderbar. Woher kommt der Name Volbeat eigentlich? Ich weiß, dass irgendwie eine Zeit lang später eine Band gegründet wurde, die so heißt. Oder ich habe keine Ahnung, wie alt diese Band ist. Jedenfalls weiß ich, dass eine existiert. Es ist eine Libelle. Man lernt nie aus, verdammt. Nein, ich wollte nicht. Jetzt habe ich es aus Versehen weggedrückt. Das wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ich müsste zur Not das Video pausieren. Wir waren eigentlich noch nie im Pokédex drin, ne? Fällt mir gerade auf. Och Gott, der sieht aus wie ein Game Boy Advance. Ist das schön. Wunderschön. Oh. Seht euch das mal. Das ist ja... Ach, das ist eine tolle Anzeige. Doch, das finde ich super. Aber ich wollte nur ganz kurz auf Volbeat. So. Volbeat. Volbeats Schweif leuchtet wie diese eine Glühbirne. Zusammen mit anderen Volbeats malt es mit seinem Schweif geometrische Figuren einen Nachthimmel. Dieses Pokémon liebt den Duft von Edin Illumise verströmt. Ja, das wissen wir. Guck mal, wenn man X drückt, dann... Oder auch nicht. Verdammt, aber wenn man das Pokémon fängt jedenfalls, kann man auch sich die Bewegung von den einzelnen Mons angucken. Was ziemlich schön ist. So, du komischer Typ da oben, du bist so ein Käfer-Maniac, oder? Ich war früher mal ein Käfersammler, heute bin ich ein Käfermaniac. Ja, was sich über all die Zeit nie geändert hat, ist meine Liebe zu den Pokémon. Ja, wie gesagt, ein Käfermaniac. Gott. Ich bin kein Käfer übrigens, falls du mich gerade so anstarrst. Fuck dein Schmetterlingsnetz weg, Junge. Hey, du hast auch einen Kader. Wir auch, aber unsere ist natürlich viel, viel epischer. Nam, nam, badadada. Body Slam! Selbst ein Inkarder kriegt davon so viel Schaden. Tja, das nützt dir jetzt im Endeffekt nicht so viel, dass deine Verteidigung steigt. Denn der nächste Schlag wird so oder so der Rest für dich. Vor den Käfer zertreten. Du siehst gerade aus mit der Body Slam Animation auch noch. Pudox. Ich werde mal den Kader in den Kampf schicken, ganz kurz, aber nur weil ich die Erfahrungspunkte davon haben möchte. Ich werde also sofort wieder raus switchen. Dam, dam, denn das wird einiges an Erfahrungspunkte bringen. Definitiv. Tarnhill, bitte walte deines Amtes. Pudox ist auch so groß. Meine Güte. Das wird man manchmal gar nicht denken. Jedenfalls sieht es ziemlich groß aus. Für einen Käfer, nebenbei angemerkt. Ganze ein Schaden. Oh mein Gott, wie soll ich das nur überleben? Niemals im Leben. Los, der ist ein Kopfstoß. Vielleicht dabei auch erstmal eine weitere Konfusionsattacke von dir. Ist akzeptiert. Nehme ich an. Na, reicht das? Nee, reicht leider nicht aus. Ach Gott, ich kann doch mal betonen, wie glücklich ich bin, dass Tarnhill hier vernünftige Attacken beherrscht. Denn normalerweise kann es auf dem Level Bodycheck. Und ja, mehr nicht. Und das ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Oh, wow. Den Kader Level 19. Wie viele Erfahrungspunkte fehlen ihm jetzt noch? Oh, noch genug, okay. Ich möchte nämlich natürlich gerne einen Platz im Team frei haben, wenn sich ein Kader entwickelt. Nicht, weil ich Ninjaturm unbedingt benutzen möchte, aber na, mal gucken. Es ist nie verkehrt, einen Ninjaturm dabei zu haben. Also generell zu besitzen. Dabei werden wir es, wenn nicht haben. Ihr wisst doch, was ich meine. Der Klauenwetzer! Genau den meinte ich nämlich, den Klauenwetzer. Badam, ihr mögt das, ne? Ihr mögt das richtig gerne, mich zu paralysieren. Ihr Verdammten. Kratzfurie in den Kader. Oh, das war vielleicht nicht die klügste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Wow! Okay, in den Kader zurück. That's it, Game. Du hast gewonnen, GG, Papinella. Hoffentlich kommt nur kein Silber hoch oder so. Aber würde mich schwerst wundern. Ein weiterer Windstoß. Ach, Papinella ist so ein hübsches kleines Schmetterlingchen. Muss ich doch nebenbei nochmal anmerken. So, One-Hit. Jawoll, ja, aber sowas von. Tja, kommt davon. Oh, das bringt sogar noch mehr Erfahrungspunkte als Pudox. Leider hat sich auch mein Kampfstil nicht verbessert. Ja, gut, ne? Kann man ja nicht ahnen. Aber Leute, ich würde sagen, das reicht auch erstmal für heute mit Pokémon Alpha Saphir. Im nächsten Part gehen wir weiter Richtung Wiesenflur und dann werden wir vielleicht auch schon den Radweg erkunden. Könnte sogar sehr gut sein. Aber bis dahin erstmal, wir sehen uns. Ciao.